Hi Ladies! Lilly hat mich gebeten, für Sie ein Beach-Outfit zu kreieren, was so ein kleiner Allrounder sein soll. Und wie ihr seht, habe ich ihr diesen Gefallen getan. Doch zuvor als kleiner Hinweis, wenn ihr die Bilder groß sehen wollt und die dazugehörigen Deals und Sales, dann klickt hier einfach drauf oder unterhalb vom Video findet ihr auch nochmal alle Details und Sales dazu, damit ihr nichts verpasst. Lilly liebt es rückenfrei und am besten so tief wie möglich der Ausschnitt. Und wie ihr seht, habe ich hier ein Kleid von Inogo gefunden, was genau diese Kriterien erfüllt. Und noch einiges mehr. Denn wenn ihr genau hinschaut, hat dieser Stoff etwas ganz Besonderes. Dieser gelbe, helle Stoff hat Ton in Ton eine Stickerei komplett um das Kleid herum. Und damit, mit diesem Stoff, werdet ihr ja den Sommer auf eurer Haut spüren. Und damit das Ganze nochmal unterstützt wird, ist der Schnitt darauf aufgebaut. Und wie ihr seht, hat das obere Kleid, also das Oberteil des Kleides, einen Schnitt, was figurbetont ist, nicht eng, aber auch nicht weit und genau diese goldene Linie hat, um für den Sommer super auszusehen. Und das, was ich persönlich finde, das Special, der Rockteil ist erstmal schön gerafft, weit oben in der Taille anfangt. Und somit bekommt ihr ein schönes, langes Kleid. Denn das Kleid selber ist ja erstmal relativ kurz geschnitten. Aber dadurch, dass der Rock schon relativ weit oben in der Taille anfängt, sieht der Rock länger aus und somit auch eure Beine. Und das Gute ist, damit zaubert man schon mal ein paar Kilos weg. Ihr wirkt größer und automatisch viel, viel hübscher. Und ich denke, auf den Rücken brauche ich gar nicht weiter eingehen, weil ihr seht, wie viel Rücken hier gezeigt wird. Und ich denke, hier wird Lilly genau auf ihre Kosten kommen und ihr Sommerkleid für ihren Urlaub finden. Aber Lilly wollte natürlich auch ein Komplett-Outfit, was das komplett zu einem Allrounder macht, was sie zu verschiedenen, ja, Anlässen, sage ich jetzt mal, anziehen kann. Und gerade im Urlaub will man nicht ja den ganzen Kleiderschrank mitschleppen. Und somit ist es wichtig, hier etwas zusammenzustellen, was diesen Allrounder darstellt. Und da würde ich euch zu diesem Kleid eine einfache Sandale empfehlen. Obwohl einfach schon hier nicht mehr so ganz stimmt. Denn wie ihr seht, ist diese Sandale asynchron geschnitten und ein ganz spezielles Leder-Metallobjekt, also auch schon schön glänzend. Und somit habt ihr diesen schicken Anteil, also wenn ihr so eine Sandale zu so einem wunderschönen Kleid anhabt, dann könnt ihr es zum Shoppen, zum Restaurant, auf der Promenade und ganz normal am Strand anziehen und es passt einfach. Und Sommer sowieso, bequem auf jeden Fall. Also wie ihr seht, abgestimmt, besser geht's fast gar nicht mehr. Obwohl, doch. Denn, das sage ich euch noch dann zum Schluss, weil ich habe noch etwas gefunden, was dazu perfekt passt. Aber zuvor noch, weil was braucht man, wenn man am Strand ist? Natürlich eine Tasche, wo genug reinpasst. Und da habe ich euch eine Handtasche, das ist eine Shoppe herausgesucht, die genau die Farben für dieses Jahr hat. Obwohl, letztes Jahr waren die Farben auch schon in und das zieht sich auch dieses Jahr durch. Und stellt euch mal diese wunderschöne Shopper vor dem Kleid vor. Es ist einfach ein Hingucker und es sieht nach Sommer aus. Und es passt jede Menge rein, damit ihr nichts zu Hause lassen müsst und kein Buch vermisst. Und ich denke mal, hier habt ihr jetzt ein Outfit, was perfekt für den Beach ist, für die Strandpromenade, fürs Restaurant, zum Shoppen. Also ihr merkt wirklich ein kleiner Allrounder. Und wie eben erwähnt, gibt es hier noch das i-Pünktchen, was ich euch verraten möchte. Am Strand macht man ja eigentlich nicht so oft Schmuck ran, aber ich würde euch empfehlen, solch ein paar wunderschöne Federohrringe zu besorgen oder vielleicht habt ihr es schon zu Hause und sie einfach nach dem Baden oder so oder wenn ihr zum Restaurant geht, einfach reinzumachen. Tut sie in die Handtasche, macht sie rein, aber das tut nochmal wirklich dieses Sommergefühl herausholen und ihr seht damit wirklich schick und ja, in meinen Worten, lecker aus. Und wenn ihr, wie Lilly, ein Outfit genau auf euch zugeschnitten haben wollt, dann schreibt mir jetzt unten in den Kommentaren so genau wie möglich, wie ihr aussieht, zu was für einer Veranstaltung ihr geht. Und dann kann ich vielleicht morgen schon so ein Outfit genau auf euch zugeschnitten online stellen. Und damit ihr das nicht verpasst, könnt ihr mich hier oben einfach abonnieren und verpasst in Zukunft keine Videos, keine Outfits und der dazugehörigen Deals und selbst nicht. Ist das ein Deal?